Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei KevTV. Wir reacten, wie die letzten paar Tage, heute mal wieder auf neue Musik. Und heute haben wir eine Band dabei, die heißt Cyan Kicks. Und die habe ich schon mal live gesehen. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, wann und wo. Ich glaube, die waren mal Vorband bei den Emmy Bulls. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall will die Band Cyan Kicks mit ihrem neuen Song Dancing with Demons beim ESC für Finnland antreten. Mit dieser Single Dancing with Demons haben sie bekannt gegeben, dass sie bei dem finnischen Vorentscheid mitmachen. Also das, was bei uns der Bundesvision Song Contest ist, auf Finnisch. Da machen die mit. Die haben wohl 2022 oder 2023 schon mal teilgenommen und sind dann im Finale Zweiter geworden. Und dieses Jahr wollen sie es auf den ersten Platz schaffen, um dann am ESC teilzunehmen. Das wiederum bedeutet, dass der gute Chris von Brain Damage sich irgendwann dieses Lied hier anhören wird, weil der ja den ESC covert in seinen Videos und darüber berichtet. Das heißt, lieber Chris, an dich liebe Grüße. Und wir hören uns das Lied jetzt mal gemeinsam an. Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, die waren bei den Bulls mal Vorband und ich meine, es war in Ulm. Das klingelt bei mir. Ich kann euch aber nicht hundertprozentig sagen, ob es stimmt. Egal, wir gehen rein in den Song. Lately when I've been alone, I'm seeing shadows rolling all over the wall. I feel the battle started. And I just can't stop it. The fires are out of control. And I'm breathing just smoke running to my soul. And I'm scared I don't like it. So I'm a cut. Also bis jetzt ist es Tentacle Porn mit Musik unterlegt. Auch immer wieder spannend, wie sich verschiedene Leute Dämonen vorstellen und wie die visualisieren. Bis jetzt, das CGI ist okay, die Shots von der Band sehen rein grafisch, also von der Bildkomposition und so, sehen gut aus. Ob es jetzt den Regen und die ganze nackte Haut braucht, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest gut in Szene gesetzt, der Song ist okay. Guck, der UMK, das ist der finnische Bundesvision Song Contest. Man müsste jetzt natürlich den Song kennen, den die dann letztes Mal gespielt haben, mit dem sie auf dem zweiten Platz gelandet sind.
Aber ich glaube, beziehungsweise es ist wahrscheinlich auch eher so ein Klischee, aber Finnland ist, glaube ich, für Metal-Bands so, da haben die, glaube ich, einen anderen Stand. Weil auch irgendwie 87% aller Metal-Bands gleich aus Finnland kommen. Da gab es auch immer dieses Meme oder diesen Post mit die häufigste Aufgabe eines Park Rangers in Finnland ist es, Metal-Bands zu retten, die beim Albumcover-Schießen verloren gegangen sind. Ja, ob die da was reißen können, werden wir dann rausfinden, spätestens bei Chris in den Videos. Nochmal liebe Grüße an dich. Damit sind wir am Ende des sechsten Videos dieser React-Woche angekommen. Dann sehen wir uns morgen nochmal zu einem neuen React und dann, wie es dann weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich werde nicht direkt wieder für die kommende Woche drauf auch noch produzieren, aber das haben wir dann wieder so eine schöne Woche gemacht. Das war auch gut. Alright, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Macht's gut, ciao.